Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, CDU und FDP beschreiben in ihrem Antrag zur kommunalen Sicherheitsverantwortung, wie gut und gerne wir in NRW leben. Auf der anderen Seite beschreiben sie, wie viele NRW-Städte versuchen gerade, ihre kommunalen Ordnungskräfte aufzurüsten. Immer mehr uniformierte Beamte auf der Straße, immer mehr polizeiähnliche Aufgaben, immer mehr Ausrüstung, dazu bauliche Maßnahmen für das Sicherheitsgefühl und Überwachung von öffentlichen Angsträumen. Und die Liste der gefährlichen Orte, also Angsträumen, ist bekanntlich lang in NRW und dank der AfD-Fraktion mittlerweile auch öffentlich. Ich frage Sie also, warum gibt es denn so viele gefährliche Orte und warum rüsten unsere Städte ihre Ordnungskräfte auf, wenn alles so sicher ist wie noch nie? Ich kann Ihnen helfen bei der Antwort auf die Frage. Die Situation ist nämlich völlig anders, als Sie sie ausmalen. Die Zahl der Angsträume und gefährlichen Orte hat deutlich zu und nicht abgenommen. Bestimmte Formen der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum, Messerangriffe, Sexualdelikte, haben massiv zu und nicht abgenommen. Die Verunsicherung der Bürger hat Jahr für Jahr zu und nicht abgenommen. Die Übergriffe von bestimmten Tätergruppen auf die Polizei und andere Einsatzkräfte hat bedauerlicherweise auch zugenommen. Und woher kommt all die wachsende Gewalt? Tja, liegt es an den lauen Sommernächten, an der Partystimmung, an ein bisschen zu viel Alkohol? Woran könnte es denn liegen? Was sind denn die Ursachen? Warum tun diese oftmals jungen Männer sowas überhaupt? Tja, weil sie es können, weil man sie lässt. Die Leute wissen ganz genau, dass ihnen nichts blüht. Sie sind bald wieder auf freiem Fuß und können weitermachen. Das Klientel hat oftmals Narrenfreiheit. Und wir alle dürfen dafür sogar oft noch bezahlen. Und wenn es so weitergeht, wagt man sich mancherorts, Königsplatz in Stuttgart, kaum noch auf die Straße. Von wegen gut und gerne. Aber ich meine nicht nur Stuttgart. Zum Teil gab es bereits ähnliche Gewaltausbrüche in NRW. Woran denken Sie? Ganz vorne denken Sie an die Silvesternacht in Köln, 2015 zum Beispiel. Oder aktuell letzte Woche in meiner Heimatstadt. Ein Polizist wird bei einer Routineverkehrskontrolle in einem von Migration geprägten Quartier von einem 24-Jährigen aus heiterem Himmel niedergeschlagen und schwer verletzt. Der Kölner Express, bekannt für seine objektive Berichterstattung, schreibt dazu: Asozialer geht es wohl kaum. Ein stark blutender Polizist liegt mit Platzwunden und einem Knochenbruch am Boden und 150 Personen behindern die Rettungskräfte, die den Beamten helfen wollen. Aber auch hier in Düsseldorf verschlechtert sich die Lage kontinuierlich. So haben laut einer Verwaltungsvorlage an den Stadtrat in Düsseldorf die Straftaten gegen Mitarbeiter des Ordnungsdienstes von 2009 bis 2019 sich versechsfacht. In Worten, versechsfacht. Knapp. Und hier geht es nicht um die berühmten Einzelfälle, die so oft bemüht werden von Ihrer Seite, sondern hier entwickeln sich neue Kulturen in unserer Gesellschaft. Kulturen, die sich immer mehr den öffentlichen Raum nehmen. Durch Gewalt oder auch nur Verwahrlosung. Die SPD hat das auch schon mal angesprochen. Vielen Dank dafür in diesem Landtag. Die SPD sprach damals in dem Zusammenhang von, ich zitiere aus dem SPD-Antrag, von einer Mediterranisierung des gesellschaftlichen Lebens. Zitat Ende. Wie schön. In Düsseldorf schafft man nun Schlagstöcke für die Ordnungskräfte an. Ebenso in Dortmund, Wuppertal, Bonn und anderen Städten. Das ist die Realität, die hier nicht stattfindet. Eine Realität, die mir von einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes, der Zufall will es nämlich, vor einiger Zeit folgendermaßen geschildert wurde. Aggressivität und brutale Übergriffe aus nichtigen Anlässen, Pöbeleien und Respektlosigkeit, junge, gewaltbereite Männer, die nicht nur drohen, sondern beim geringsten Anlass zuschlagen. Politessen, die in bestimmten Straßenzügen sich nicht mehr trauen, Strafzettel zu verteilen. Es herrscht vor allem in bestimmten Vierteln und bestimmter Bevölkerungsstruktur eine immer aggressivere Grundstimmung. Das ist das Bild, das ist der Hintergrund, über das wir reden müssen. Und nicht nur über irgendwelche Symptomarbeit. Aber selbst wenn Ihre Beschreibung am Anfang Ihres Antrages der Ausgangslage nicht ganz gerecht wird, also widersprüchlich ist, Selbstlob, Schönfärberei, ich mache es nicht ganz so spannend wie Frau Schäffer, wir stimmen zu, weil in den kleinen Dingen haben Sie ja recht. Immerhin arbeiten Sie an den Problemen, die Sie selbst mit geschaffen haben.